zurück. Leider konnten wir noch keine gute Verbindung aufbauen zu unseren GT-Playern. Wir machen aber gleich weiter mit dem nächsten Game und das wäre NHL 20. Wir haben das STB Esports Team hier und Swiss Seniors. Sie werden ein Showmatch spielen. Ich gebe es gleich rüber an unseren wunderbaren Caster Shogo. Danke, Dom. Herzlich willkommen zu diesem Showmatch heute hier im Rahmen des Hero Fests. Wir haben die Swiss Seniors gegen den STB und das ist eine ganz spannende Affiche, die wir euch hier heute präsentieren können. Auf der einen Seite die Swiss Seniors, die sich dieses Frühjahr gegründet haben während der Corona-Krise. Alles kam raus aus einem 1-gegen-1-Turnier, organisiert von René Merkli auf der Senior Esports Plattform. Die Jungs haben neben dem 1-gegen-1 sehr schnell angefangen, auch im 6-gegen-6 gegeneinander oder miteinander zu spielen. Und daraus ergab sich dann ein Team, welches in der ECL-10-Saison ihr internationales Debüt feierte mit einem Kader von sagenumwogenen 14 Spielern. Das war etwas groß, das haben sie selber auch gemerkt. Die Teams haben sich dann aufgetrennt zu den Swiss Seniors und zu den Old Helvetics. Im Sommer erreichte dann zwei Spieler von den Seniors den Ruf des SCBs. Just Maniac und Steph de Newt nahmen diese einmalige Chance an und spielen heute im Team des SCBs. Die Trennung war im Guten, das hat man auch vor dem Spiel heute gemerkt. Die Jungs waren zusammen, sie haben miteinander diskutiert, sie haben Spaß gehabt, sie haben gefachsimpelt, das war wirklich schön anzusehen. Die Swiss Seniors haben sich über den Sommer ebenfalls zusätzlich verstärkt mit Ergänzungsspielern, auch aus Deutschland und aus Österreich und sind im Moment in der Vorbereitungsphase auf die nächsten Turniere. Da aber einigen der Spieler die Anreise zu weit war hier in die Schweiz, was nachvollziehbar ist, sehen wir heute ein Team gemixt aus Swiss Seniors, verstärkt mit einem Spieler von den Old Helvetics. Sowohl bei den Seniors als auch bei den Old Helvetics steht der Spaß immer als zentrales Element im Spiel. Und das merkt man, wenn man mit den Jungs mal einen Abend zusammen spielt. Das macht immer extrem viel Laune, da ist immer extrem gute Stimmung im Chat drin. Das neu gegründete Team des STB sind wir alle sehr gespannt darauf, was wir heute sehen. Da sind viele Spieler von den Swiss Blacklist dabei, daneben Spieler von den Seniors, aber sie haben auch Spieler zum Beispiel von EBR eSports oder DEG eSports mit dabei. Ich freue mich sehr zu sehen, wie das Ganze heute läuft und freue mich auch darauf, dann in Zukunft zu sehen, was der STB in einem Ernstkampf alles zeigen kann und ob sie dem aktuellen Platzhirschen, den ZST eSports, auch gefährlich werden können. Ich schau mal rüber, wie weit die Jungs sind, wie parat sie sind. Seid ihr ready? Sie sind noch in der Vorbereitungsphase. Es war wirklich schön anzusehen heute. Das war wie ein großes Klassentreffen, als die Jungs zusammengekommen sind, draußen miteinander gesprochen haben, gefachsimpelt haben, etwas auch über Taktik diskutiert haben. Und gerade diese spezielle Situation mit Just Maniac und Steph the Dude sind wir natürlich sehr gespannt, wie sie heute gegen ihre alten Teamkameraden spielen. Ich höre gerade, das Spiel startet gleich. Wir sehen den Vorbereitungsscreen in der Kabine drin. Dankeschön. Wir sehen hier, wir sind bei den Swiss Seniors live drauf. Sehen als Center ist Hugo Lopez da. Wir haben auf dem linken Flügel Riffi, auf dem rechten Flügel Greco, linke Verteidiger Sanderolino, dann der Ergänzungsspieler von den Old Helvetics auf der rechten Verteidigerposition Tickerchneubi und im Tor ist Hausi. Unten links sehen wir Riffi, oder haben wir kurz Riffi gesehen, den linken Flügel. Da ist er wieder. Er ist heute vorne in der Mitte, ist unser Fokusspieler zusammen mit Just Maniac vom STB. Da werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Party wird noch umbenannt, damit auch alles seine Richtigkeit hat. Und natürlich alles auf privat gestellt, damit nicht plötzlich irgendwelche anderen Leute joinen. Das sieht man normalerweise immer sehr viel, wenn die Jungs zusammen spielen. Da kommen ganz viele Leute der Community auch immer mal wieder rein, weil es sich halt auch herumgesprochen hat, dass in der Party immer ziemlich der Bär steppt. Auf Seiten des STBs haben wir im Tor Steph the Dude, rechter Verteidiger ist Just Maniac, auf der linken Verteidigerposition haben wir Kiwi, auf dem rechten Flügel Somnium,
als Center der Captain Adu und auf dem linken Flügel Bones. Da wird noch auf den letzten Spieler gewartet, der noch so hier fünf, nee, da fehlt noch einer, damit auch alle im Chat drin sind und sich auch unterhalten können und die Taktik durchgeben können während dem Spiel. Gespielt werden ganz normal drei Drittel, wie man sich das kennt, aber nicht 20 Minuten lang, sondern ein Drittel dauert in der Regel so plus minus 4 Minuten. Die letzte Minute ist jeweils in Echtzeit gespielt. Das heißt, mit den üblichen Unterbrechungen, die man so hat während einem Match, dauert ein Drittel in der Regel so 6 bis 8 Minuten. Mit den Pausen, die dazukommen von 30 Sekunden mittendrin und ein bisschen den Reviews etc. sind wir dann ungefähr bei 20 bis 30 Minuten pro Spiel. Von den Spielern her sehen wir eher ein leichtes Kader bei den Swiss Seniors, alle so um die 80 Kilo rum. Der schwerste mit 91 Kilo, der linke Verteidiger, Sanderolino. Und jetzt haben sie den Gegner gefunden. Schauen wir mal die Spielerauswahl an beim SCB eSports, wenn es gleich wieder umschaltet. Da sehen wir, da haben wir doch einige schwerere Spieler drin. Jetzt sind sie nochmal rausgegangen, da war wahrscheinlich etwas mit der Verbindung nicht in Ordnung. Das heißt, wir fangen jetzt dann gleich nochmal von vorne an. Alle Spieler kommen nochmal neu in die Kabine rein, wählen ihren Loadout aus. Man hat unterschiedliche Loadouts, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Von Spielern, die ein bisschen schneller sind auf dem Eis, von Spielern, die ein bisschen langsamer sind, die ein bisschen wendiger sind. Und so kann man sich sein Team sehr schön zusammenstellen und natürlich auch eine Abstimmung machen über das ganze Team. Je nachdem, welche Taktik das man spielt, wenn man mehr drauf ist, dass man schnelle Rushs machen will, hat man logischerweise leichtere Spieler drin, die dafür bei einer Gegnerberührung auch etwas schneller umfallen. Und umgekehrt natürlich das Gleiche. Mit einem schweren Spieler bin ich nicht ganz so schnell unterwegs wie zum Beispiel mit einem leichten Spieler, kann dafür etwas kernigere Checks setzen. Wird alles nochmal eingestellt, alles nochmal vorbereitet, damit es dann gleich losgehen kann. Da fehlt noch einer, der wird sicherlich auch gleich joinen. Ja, man hat richtig groß im Bild, Nervosität ist sicherlich auch etwas dabei. Es ist eine einmalige Chance, einen solchen Showmatch machen zu können gegen ein Team wie gegen den STB eSports. Und es ist schon erstaunlich, was die Swiss Seniors in dieser kurzen Zeit, seit der Gründung, alles schon geleistet haben und alles schon machen konnten. Beim ersten Turniereinsatz in der ECL 10 war es noch so, dass jedes Tor, was man geschossen hat, gefeiert wurde wie ein Sieg. Bis hin dann zum ersten eigentlichen Sieg, den man kurz vor Ende der ECL 10 Saison auch einfahren konnte. Bei der nächsten Gelegenheit, bei der GCL, war es dann so, dass das Team schon mit mehr Ambition gestartet ist, auch schon mehr Siege einfahren konnten. Dann kamen diese Turbulenzen im Sommer mit Wechsel von Spielern rein, raus, mit neuen Tryout-Spielern, was natürlich immer etwas Zeit in Anspruch nimmt, was sich aber jetzt langsam gelegt hat. Das Kader steht, wird vorbereitet für die neue Saison und jetzt wird heftig miteinander trainiert. Wir haben gerade noch etwas technische Probleme, darum erzähle ich noch ein bisschen weiter. Die Seniors hatten anfangs einen Ruf, dass es mehr eine Gauklertruppe ist, dass es zwar Spaß macht, mit ihnen zu spielen, aber dass sie nichts gewinnen. Das hat sich dann über die Zeit, Gott sei Dank, auch ein bisschen verändert. Sie konnten zeigen, dass sie auch großen Teams an einem guten Abend ein Bein stellen konnten und konnten jetzt mit 9 Ergänzungsspielern das Kader sehr, sehr gut verstärken, um wirklich eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen zu können. Da werden gerade die letzten technischen Probleme noch aus dem Weg geräumt. Ja, so ist das halt beim E-Sport. Es klappt nicht immer alles gerade auf Anhieb. Ich bin sicher, das haben sie in den nächsten paar Minuten gefixt. Und sobald das dann durch ist, werden wir einen sehr, sehr spannenden Match erleben hier. Der STB geht ganz klar als Favorit in dieses Spiel rein. Das Kader steht schon länger. Sie konnten schon mehr zusammen trainieren und haben natürlich mit den Spielern, die sie haben,
auch eine sehr, sehr gute Substanz im Team drin und gilt heute Abend ganz klar als Favorit. Nichtsdestotrotz ist den Swiss Seniors, wenn sie einen wirklich guten Tag erwischen, immer auch zuzutrauen, dass sie den Großen doch ein Bein stellen können. Und darauf sind wir natürlich sehr gespannt heute Abend, wie das Ganze rauskommt. Man hört es im Hintergrund, trotz der technischen Probleme ist die gute Laune bei den Seniors definitiv vorhanden. Schau mal rüber zu der Box des SCBs, auch da lachende Gesichter, da werden noch Fotos gemacht. Auch für die Spieler ist es natürlich eine sehr schöne Gelegenheit, einen solchen Showmatch in diesem Rahmen hier spielen zu dürfen. Ich schaue gerade rüber, da werden noch Kabel umgesteckt. Jetzt schauen wir, ob dann alles funktioniert. Okay, wir gehen noch ganz kurz zurück in die Werbung, währenddem die technischen Probleme gefixt werden und sind in einigen Minuten wieder für euch da. Das gute Gefühl, wenn du bereit bist. Schon bereit, immer noch bereit. Bereit. Bereit aufzustehen. Den Mut zusammenzunehmen und fest daran zu glauben. Weil heute ist dein Tag. Mein erster Schultag. Bereit, sich zu beweisen. Ich kann das. Bereit für den nächsten Schritt. Für neue Projekte. Und Möglichkeiten von der vernetzten Welt. Darum reden wir mit unseren Kunden nicht einfach über Technik, sondern sagen ihnen, was sie davon haben. Darum sind wir hier oben. Auch in einem Bergdörfli. Mitten innen und auch hier unten. Damit die Schweiz bereit ist. Damit sie bereit sind. Bereit fürs Leben. Und wir sind wieder live da. Die technischen Probleme konnten leider für einen der Spieler nicht gelöst werden. Darum werden wir das Showmatch heute mit 6 gegen 5 spielen. Das bedeutet, dass einer der Spieler bei den Swiss Seniors ein Computerspieler sein wird. Ist sehr, sehr schade, ist natürlich auch sehr frustrierend für den Spieler, der jetzt leider nicht mitspielen kann heute Abend. Aber the show must go on.
Und wir schauen gerade, es ist der Torhüter, es ist Hausi, der leider nicht dabei sein kann, weil die Technik da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sehr, sehr schade. Wir schauen uns trotzdem an, wie natürlich das Spiel jetzt verläuft. Ändert natürlich die komplette Spieldynamik. Ein menschlicher Torhüter verhält sich komplett anders als ein computergesteuerter Torhüter im Spiel drin. Das heißt, es wird sicherlich für den SCB ein Stück weit etwas schwieriger, Tore zu schießen, weil ein menschlicher Torhüter macht natürlich auch zum Beispiel Fehler oder eine Bewegung, die man so von einem Computertorhüter nicht erwartet oder die beim Computertorhüter ganz, ganz anders ausfällt. Das ist sehr, sehr schade, dass wir nicht 6 gegen 6 spielen können, aber wie es halt manchmal ist, wenn die Technik nicht will, muss man das Beste daraus machen. Der SCB ist komplett da, wir schauen nochmal drüber. Schauen, ob es nochmal wechselt, dass wir sehen, was für Arten von Spieler wir da haben. Wir haben 3 Spielmacher drin, leicht, schnell, nicht ganz so groß. Ein der Torhüter als Hybrid-Torhüter und die anderen beiden auch ein jetzt hat es gewechselt. Eigentlich ein eher leichtes Team, das heißt vom SCB wird ein schnelles Spiel erwartet, schnelle Angriffe und wir versuchen damit die Verteidigung des Swiss Seniors außer Gefecht zu setzen. Wunderschön animiertes Stadion hier. Der SCB in den wunderschönen SCB-Shirts und die Swiss Seniors in den roten Shirts. Wir werden das Ganze aus Sicht der Swiss Seniors sehen. Die Swiss Seniors werden von unten nach oben spielen und der SCB von oben nach unten. Und das erste Bulli. Der SCB holt sich die Scheibe, geht sofort in den Angriff über, kann abgefangen werden und die Seniors machen den ersten Spielaufbau. Schöne Auslösung, versuchen da durchzukommen. Der SCB steht da sehr gut, kommen jetzt ins Drittel rein. Schöner Pass in die Mitte, aber abgefangen und der erste Schuss pariert von Steff. SCB sofort mit dem Gegenangriff, kommt da sehr leicht ins Drittel rein. Oh, sehr schön gespielt, wer sich da zwischen 2 Spielern durchtanken konnte und die Scheibe vom Computertorhüter blockiert. Bulli im Drittel des Swiss Seniors. Bern gewinnt das Bulli, schöne, schnelle Pässe und der Schuss abgefangen vom Torhüter. Die Seniors versuchen sich aus dem Drittel zu lösen. Der SCB steht da sehr gut im Mitteldrittel. Jetzt kommen sie ins Drittel rein, aber verlieren sofort wieder die Scheibe. Der SCB macht einen kontrollierten Spielaufbau. Kommt da gut ins Drittel rein. 2 schöne Deeks, verliert dann die Scheibe, holt sie sich zurück und schon wieder verloren. Und jetzt der Gegenangriff der Seniors. Aber gut direkt nach der blauen Linie gestoppt. Der SCB verzögert, versucht aber über die Seite reinzukommen. Der Herz wurde abgefangen. Jetzt sind sie im Drittel drin, aber konnten sofort wieder gebremst werden von den Seniors. Es ist noch ein Abtasten im Moment. Beide haben etwas Mühe ins Drittel reinzukommen, verlieren meistens direkt nach der blauen Linie die Scheibe wieder. Jetzt ein neuer Versuch, die Scheibe geht tief, aber an der Scheibe vorbei der SCB-Spieler. Und ein neuer Aufbau des Seniors. Schöner Pass nach vorne und dann die Scheibe sofort wieder abgeluchst. Und es geht von hinten wieder erneut los. Scheibe tief, schön ausgegraben. Jetzt, das war Offside. Offside abgepfiffen. Ein schöner Versuch, aber etwas zu früh im Drittel drin. Bulli gewonnen von den Seniors. Sofort ins Drittel rein. Ein Schuss pariert von Steff. Und der SCB mit der neuen Welle. Tief im Drittel, schön in der Ecke drin. Da kann er noch gerade noch gestoppt werden, bevor der Pass vors Tor kommt. Und jetzt die erste Strafe gegen die Seniors.
Digger Kneubi hat da die ersten 2 Minuten geholt. Und jetzt sind wir gespannt auf das Powerplay vom SCB. Aber zuerst mal können die Seniors befreien, hauen die Scheibe über die Bande raus und zwingen den SCB zu einem neuen Spielaufbau. Jetzt stehen sie gut im Drittel, können das Powerplay aufziehen. Lassen die Scheibe gut zirkulieren. Und der erste Schuss, ein schöner Direktschuss, pariert vom Computertorhüter. Oh, und die Scheibe über das Plexiglas. Das gibt nochmal 2 Minuten. Jetzt wird es brenzlig für die Swiss Seniors. Jetzt haben wir noch 45 Sekunden lang 5 gegen 3. Die Seniors gewinnen das Bully, können befreien, können die Scheibe raushauen. Das bringt wertvolle Zeit. Noch 20 Sekunden, bevor ein Spieler wieder zurückkommt. Der STB versucht natürlich jetzt gerade zu drücken, um diese Situation auszunutzen. Die Seniors konnten dann nicht befreien. Jetzt ist die Scheibe draußen und ein Spieler ist wieder zurück. Noch 1 Minute einfache Überzahl. Und da gab es ein Offside. Bulli gewonnen von den Seniors. Scheibe raus. Versuchen da die Strafe zu überstehen, aber der SCB schon wieder im Angriff. Sehr schöner Direktschuss, schön durch den Slot quergelegt und dann direkt geschossen, aber vom Computertorhüter gut pariert. Das sind jetzt natürlich genau solche Situationen. Ein menschlicher Torhüter könnte da je nachdem nicht so schnell reagieren wie ein Computertorhüter, was es für den SCB sicherlich schwieriger macht, in dieser Situation ein Tor zu erzielen. Scheibe übers Plexiglas, aber aus der neutralen Zone heraus, darum gibt es keine Strafe. Das Spiel dauert noch 4 Minuten 21 Spielzeit. Aber wie schon erwähnt, die Zeit läuft nicht in Echtzeit herunter, sondern sie läuft natürlich deutlich schneller herunter. Ein neuer Spielaufbau vom SCB. Über die linke Seite vom SCB aus gesehen, aber die Seniors könnten gleich wieder befreien, sind da aber schon arg unter Druck, kriegen die Scheibe nicht richtig raus. Schön hinter dem Tor durch, versucht den Puck von hinter dem Tor reinzulegen, aber der Torhüter hat gut aufgepasst. SCB gewinnt das Bully, spielt schnell, aber der Schuss ist blockiert von einem Seniors-Spieler. Da hat er versucht, den Querpass rüberzulegen auf den freien Spieler, der wurde aber abgefangen. Aber der SCB bleibt im Puckbesitz. Sie versuchen da vor das Tor zu kommen, aber die Seniors verteidigen das da ganz clever. Jetzt die Seniors einmal im Angriff, ein Schuss aber am Tor vorbei. Aber immerhin jetzt mal eine Offensivaktion des Seniors und ein Bulli rausgeholt in der offensiven Zone. Ah, Drittel bereits durch. Jetzt sehen wir noch die Highlights. Da der Direktschuss, das war eine sehr, sehr gute Chance, die sie da hatten. Leider konnten sie das nicht verwerten. Man hat gemerkt, am Anfang war es ein bisschen ein Abtasten im Großen und Ganzen. Sicherlich der SCB stärker, mehr Zeit in der Offensive gefühlt. Wir sehen das nachher gleich noch mit den Statistiken, sobald hier die Highlights durch sind vom ersten Drittel. Da sehen wir die Statistiken ja ganz klar. Zeit in der Offensive 3 Minuten 15 gegenüber 18 Sekunden in der Offensive. Da also ganz klar eine Überhand beim SCB. Sie haben da sehr stark gedrückt, konnten die Scheibe deutlich besser kontrollieren im Offensivdrittel. Aber bis jetzt gab es noch kein Tor. In wenigen Sekunden geht es weiter mit dem zweiten Drittel. Noch kurz im Spielmodus heute. Es wird ein Spiel als Showmatch gespielt über 60 Minuten. Wenn es dann keinen Sieger gibt, gibt es keine Verlängerung. Dann wird das Spiel als unentschieden gewertet.
und ab ins zweite Drittel. Beide Teams komplett. Bulli-Gewinn vom SCB und sofort im Offensivdrang. Scheibe abgefangen von den Seniors. Ein Fehlpass, was dem SCB wieder die Scheibe gibt und sofort wieder offensiv. Backhandschuss, nicht wirklich gefährlich. Aber der SCB bleibt im Scheibenbesitz. Direktschuss abgefangen an der blauen Linie. Jetzt ein Konter. Immer noch an der Scheibe, konnten der Pöck aufs Tor bringen, konnten einen Torschuss machen, aber aus einem etwas ungünstigen Winkel. Der SCB bereits wieder im Angriffsdrittel drin, aber verliert da die Scheibe. Die Seniors beruhigen, spielen nochmal zurück, suchen die Anspielstation. Und da kommt das Vorchecking. Aber sie bleiben mit etwas Glück an der Scheibe und kommen jetzt aus dem Drittel raus. Ja, jetzt sind sie draußen, aber weiter als bis zur roten Linie kommen sie nicht. Das wird sehr clever verteidigt da vom SCB, die da sehr früh bereits Druck aufbauen und versuchen irgendwie vors Tor zu kommen. Aber da stehen 5 Seniors und machen den Weg dicht und fangen die Scheibe ab. Jetzt mal wieder die Seniors im Angriffsdrittel mit einem Fehlpass, was sofort dem SCB wieder die Möglichkeit für einen Angriff eröffnet. Sie versuchen jetzt da reinzukommen. Ein schöner Querpass, aber wieder gut abgefangen von den Seniors. Wieder sehr clever verteidigt an der Stelle. Sie stehen da in der Mitte sehr, sehr gut und versuchen diese Querpässe abzufangen, weil wenn so ein Querpass mal wirklich durchkommt, dann wird es halt richtig, richtig gefährlich vor dem Tor, auch mit einem Computertorhüter. Jetzt versuchen sie wieder aus dem Drittel rauszukommen. Der SCB macht es ihnen da sehr schwierig, hat ein gutes Vorchecking da, lässt ihnen nicht viel Zeit und Raum. Sie spielen immer wieder zurück, um die Scheibe nicht zu verlieren, um nochmal frisch aufzubauen, die Seniors. Jetzt ein neuer Angriff. Kommen bis ins Drittel rein, ein Schuss, aber gut pariert, Abpraller, aber den können sie nicht verwerten. Jetzt der SCB wieder im Vorwärtsgang. Kommen gut ins Drittel rein, schön von der Seite, aber da stehen wieder 4 Seniors in der Mitte und das Tor, da ist es. Da waren die Seniors kurz im Puckbesitz, haben die Scheibe gerade wieder verloren und das wurde dann eiskalt ausgenutzt. Sehr schöner Schuss aus dem Slot heraus, durch die Spieler durch. Eine Drehung, ein Schuss und Tor. 1:0 für den SCB. Dump der Scheibe tief, von den Seniors abgefangen. Versucht der Pass auf den rechten Flügel, der kam nicht an. SCB bereits wieder im Angriffsdrittel drin. Stehen da sehr gut und das gibt eine Strafe. Jetzt wird sie ausgesprochen, das heißt wieder Powerplay für den SCB. 2 Minuten lang. Greco muss raus. Ja, da hat er ihn erwischt, da versucht er ihm die Scheibe abzuluxen, hat den Stock in die Schlittschuhe reingehauen, was 2 Minuten gibt. Bulli gewonnen vom SCB, Scheibe tief in das Tor, versucht direkt zu schießen da. Jetzt ein Gerangel vor dem Tor, aber die Seniors können den Puck erobern. Etwas Zeit geschindet, jetzt die Scheibe ins gegnerische Drittel reingehauen, um noch etwas Zeit rauszuholen. Die Strafe läuft noch 1 Minute, der SCB bereits wieder im Angriffsdrittel drin. Querpass, Schuss, gut pariert. Der Abpraller konnte nicht direkt verwertet werden. Schuss wurde geblockt von den Seniors. Jetzt sind sie wieder in Scheibenbesitz. Geht noch 10 Sekunden das Powerplay. Jetzt versuchen sie die Zeit runterzuspielen, bis der Spieler wieder da ist. Oh, schön probiert, direkt den Spieler von der Strafbank einzubeziehen. Konnte die Scheibe aber leider nicht annehmen, weil sie etwas zu stark kommt.
Der SCB über rechts, Pass vors Tor, gut abgefangen, gut aufgepasst vom Verteidiger des Sinies, aber gefährlich, Scheibe lag frei. Jetzt die Sinies wieder im Vorwärtsgang, aber sie finden kein Mittel, um da bei der blauen Linie durchzukommen. Der SCB gut abgedrängt auf der linken Seite. Das war wichtig, dass dieser Querpass nicht gespielt werden kann. Der SCB gewinnt deutlich mehr Bullis im Moment. Das gibt ihnen natürlich den Vorteil, dass sie nicht immer der Scheibe nachrennen müssen. Ein geblockter Schuss, Scheibe draußen, neuer Aufbau vom SCB. Kommen da auch nicht so einfach durch dieses Mal. Müssen noch einmal frisch beginnen, haben die Scheibe wieder, wird abgefangen von den Seniors, aber der steht da allein auf weiter Flur und die Zeit vom zweiten Drittel ist abgelaufen. Der SCB konnte seine Überlegenheit im Angriffsdrittel in ein Tor ummünzen, führt mit 1:0. Die Seniors versuchen vereinzelt Nadelstiche zu setzen, haben es aber sehr, sehr schwer, durch die Defense des SCBs durchzukommen und sich im gegnerischen Drittel festzulegen. Meistens, wenn sie reinkommen, können sie einen Schuss machen, aber auch nicht aus wirklich gefährlichen Situationen im Moment. Aber auch diese Schüsse können einen Abpraller ergeben, was dann zu einem Tor führen kann. Wir sehen nochmal die Highlights vom zweiten Drittel. Natürlich auch mit dem schönen Tor, was da direkt aus dem Slot heraus gemacht wurde. Wenn wir uns nochmal die Statistiken ansehen, dann sehen wir, oh, das ging etwas schnell, aber dann sehen wir haben es kurz gesehen, der SCB mit über 6 Minuten Offensivtime und die Swiss Seniors mit knapp 40 Sekunden Offensivtime. Da muss also noch was gehen auf Seiten des Seniors. Sie müssen da den Weg ins gegnerische Drittel reinfinden, um mehr Schüsse aufs Tor machen zu können. Weil so wird das schwierig mit dem Ausgleich. Was man aber sagen kann, sie verteidigen das Ganze bis jetzt sehr, sehr clever. Sie konnten viele gefährliche Pässe direkt abfangen und konnten auch verhindern, dass sie höher im Rückstand sind. Der SCB kam ganz klar zu deutlich mehr Chancen, scheiterte vielfach eben an den Seniors-Spielern oder zum Teil auch am Computertorhüter. Jetzt direkt der SCB nach dem Bulli wieder im Vorwärtsgang. Die Seniors konnten die Scheibe holen, versuchen jetzt einen Spielaufbau über links, aber da stehen immer gerade zwei, drei Spieler. Jetzt kommen sie ins Drittel rein, versuchen es von der linken Seite, aber da konnte die Scheibe gerade noch wegbuxiert werden, bevor er zum Schuss kam. Und der SCB dann etwas zu früh im Offensivdrittel mit einem Offside. Bulli gewonnen von den Seniors. Aber leider schon wieder ein Fehlpass. SCB wieder im Angriffsdrittel drin. Aber Torhüter konnte die Scheibe blockieren. Beide Spieler blockieren sich am Bulli, aber der SCB geht als Sieger heraus. Seniors konnten die Scheibe im eigenen Drittel erobern. Jetzt schauen wir, wie der Spielaufbau geht. Pass vor dem eigenen Tor durch, gefährlich. Jetzt an der Bande entlang, wieder Verlagerung auf links. Versuchen da links durchzukommen. Sind noch an der Scheibe, ein Schuss am Tor vorbei und dann knapp an der Scheibe vorbeigelaufen. So, dass der SCB wieder im Pöck-Besitz ist. Machen einen schönen Spielaufbau, kommen gut ins Drittel rein, werden dann gestört und die Scheibe konnte wieder abgeluchst werden. Aber bereits jetzt, aber ganz schnell hat der SCB die Scheibe wieder zurückerobert, bleibt im Angriffsdrittel drin. Oh, was war das? Ein Fehlpass da, der dem SCB eine Möglichkeit eröffnet hat. Und man sieht immer wieder Fehlpässe, die dazu führen, dass der SCB im Angriffsdrittel drin bleiben kann. Das ist nicht, weil die Spieler schlecht wären, sondern weil der SCB einfach so unglaublich gut steht, dass man fast keine Anspielstation hat, wo die Scheibe hingehen kann. Praktisch bei jedem Senior-Spieler steht ein Spieler des SCBs auch schon im in der eigenen Verteidigungszone des Seniors, was es halt unglaublich schwer macht. Jetzt ein schöner Schuss aus dem Slot heraus, pariert vom Torhüter. Die Scheibe bleibt heiß, immer noch beim SCB. Jetzt war sie kurz draußen, eine Drehung an der blauen Linie, die Scheibe kurz über die blaue Linie raus und ein Offside.
Geht noch 10 Minuten im letzten Drittel. Sinius von ganz hinten wieder im Aufbau, jetzt über die linke Seite rein. Aber da stehen immer gleich zwei oder drei SCB-Spieler, die Sinius bedrängen und versuchen, ihn die Scheibe wieder wegzunehmen, sodass sie sich nicht im Angriffsdrittel festsetzen können. Ein munteres Hin und Her im Moment. STB wieder im Vorwärtsgang, kommt rein, hat etwas Platz, spielt die Scheibe in den Slot rein, aber da steht kein Spieler, aber es gibt wieder eine Strafe gegen die Seniors. Wieder ein Powerplay für den STB, 2 Minuten lang, 5 gegen 4 Spieler. Sie gewinnen auch direkt das Bulli, oh, ein schöner Direktschuss, aber vom Torhüter wunderbar pariert mit der Fanghand. Wäre es wichtig für die Sinus, dieses Bulli zu gewinnen, dass sie die Scheibe raushauen können in dieser Unterzahl. Sie verlieren es, aber die Scheibe geht trotzdem raus, was einige wertvolle Sekunden bringt. STB kommt da sehr einfach rein. Die Sinus versuchen, den Slot dicht zu machen. Stehen da zu viert. Pass auf die Seite, Direktschuss vom Torhüter pariert. Sinus an der Scheibe. Versuchen einen Angriff mit 5 gegen 4. Das geht schief und jetzt sofort der Konter. Aber der Torhüter bleibt ganz ruhig stehen. Das ist halt wieder so etwas, ein menschlicher Torhüter hätte jetzt da gut auch mal eine Bewegung machen können oder den Pfosten leicht offen lassen können, was der Computer-Torhüter nicht macht. Es ist ein ganz anderes Spiel, ob man gegen einen menschlichen Torhüter oder ob man gegen einen Computer-Torhüter spielt. Jetzt haben die Seniors das Bulli gewonnen, können die Scheibe raushauen. Es dauert noch knapp 20 Sekunden, bis das Powerplay vorbei ist. Also noch ungefähr ein Angriff für den STB. Sie sind bereits wieder im Angriffsdrittel drin. Die Sinius sind wieder komplett, sie spielen hinter dem Tor durch, zu der blauen Linie, Schuss geblockt, kommt wieder zu einem STB-Spieler, über die Seite rein, schöner Pass in den Slot und schöner Schuss vom STB da. Eine gute Chance, die sie sich da erarbeitet haben. Für die Sinius ist an der blauen Linie bereits wieder Schluss, jetzt der STB. Versucht mit dem Querpass, das wäre ganz gefährlich geworden, wäre dieser Querpass angekommen. Da wurde gut verteidigt von den Swiss Seniors. Seniors jetzt im Vorwärtsgang. Mal schauen, ob sie sich jetzt im Drittel festsetzen können. Erholen die Scheibe wieder. Ein Gerangel an der Bande, aber der STB geht wieder als Sieger aus dem Zweikampf hervor. Und jetzt bereits wieder im Angriff. Jetzt wird es gefährlich. Sehr schön. Wunderbarer Dieg. Und dann die Scheibe am Torhüter vorbeigeschoben. Sehr gut gemacht. Sehr schön gemacht. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Gut durchgesetzt an der blauen Linie. Dann einmal angetäuscht und die Scheibe am Torhüter vorbei. Ins Netz gehauen. 2:0 für den STB gegen die Swiss Seniors. Noch 46 Sekunden dauert dieses Spiel. Das wird jetzt ganz, ganz hart für die Seniors. Mal schauen, ob sie noch ein Tor erzielen können. Ob sie wenigstens noch den Ehrentreffer hinkriegen. Aber im Moment der STB schon wieder im Vorwärtsgang. Jetzt ein langer Pass, oh, fast angekommen. Da wird noch gerangelt um die Scheibe, aber dann Offside abgepfiffen. Noch 28 Sekunden. Der STB im Angriffsdrittel drin, versucht da den Pass in den Slot, der wird abgefangen von den Seniors. In der neutralen Zone holt sich der STB die Scheibe zurück, ist wieder im Angriff, Schuss geblockt, Scheibe hinter dem Tor. Nochmal ein Schuss, wieder geblockt vom Torhüter. Und noch eine Strafe gegen die Seniors. Definitiv zu viele Strafen in diesem Spiel. Aber es ist natürlich auch ganz schwer, wenn man gegen ein Team spielt, das so stark drückt, so stark im Angriff.
ist und sich im eigenen Drittel festsetzen kann, da will man früher oder später versuchen, die Scheibe zu holen, und dann resultiert halt auch mal eine Strafe daraus. Noch 4,3 Sekunden. Ich glaube, man kann sagen, die Sache ist gegessen. Noch ein Schuss, geblockt von einem Seniorspieler. Und das Spiel ist vorbei. Der STB gewinnt mit 2:0. Ja, wir haben ein relativ einseitiges Spiel gesehen. Die Seniors haben immer wieder versucht, einzeln in den Angriff zu kommen, wurden vom STB sehr, sehr gut unter Druck gesetzt und kaum ins eigene Drittel reingelassen. Im Gegenzug haben die Seniors aber auch sehr gut und sehr wacker verteidigt, konnten lange sehr, sehr gut mithalten, aber mussten sich am Ende dann 2:0 geschlagen geben. Und damit zurück zu Dom. So, vielen Dank, Schoko, für dein Casting von NHL 20. Ich werde hier, ich sitze hier noch mit den Team Captains von den STB Esports und von den Swiss Seniors, die gerade noch ihrem Team die letzten Worte noch sagten. Du hast wahrscheinlich deinem Team gratuliert. Lieber Kai, das ist Kai Rüthi von STB Esports und ich habe hier Raphael von Swiss Seniors. Also Jungs, wie war es für euch hier? Es war sensationell und ich denke, man hat gleich auch zum Schluss gesehen, was es ausmacht. Es ist ein Teamsport. Wir spielen